Das ist ein Spiel. Die Niederlande gegen Russland. Offensivstark gegen offensivstark. Vorwärtsfußball gegen Vorwärtsfußball. Wir freuen uns richtig drauf. Hallo Jens Rüber. Hallo Sebastian Wanske. Der erlaubte Weitschuss EM 3.0. 90 Sekunden pro Thema. 90 oder 120 Minuten dauert das Spiel. Holland gegen Russland. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Trifft das auch zu bei den Holländern? Vorne hui, hinten pfui? Ja, Sebastian, das kann für beide Mannschaften gelten, weil beide Mannschaften ihre hauptsächlichen Qualitäten in der Offensive haben. Wir haben noch nicht gesehen, wie reagieren die Holländer, wenn sie wirklich gefordert werden. Wie gut ist ein Joris Matthijssen vom HSV auf höchster internationaler Ebene? Ein André Oja. Das mag schon stimmen. Ich sage auch, die Russen sind ja jung und wahnsinnig schnell. Das ist ein Blitzangriff. Also der Begriff Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, aber es ist wirklich so. Wie ein Blitz, Ball nach links, Ball rein, Ball vor, Ball drin. Das war dreimal so gegen die Schweden, die allerdings schon arg weit wegstanden von den Russen. Die haben schon sehr fasziniert zugesehen. Die haben fasziniert zugesehen. Das macht ein Khalid Boularus nicht. Das kennen wir noch aus der Bundesliga. Mhm. Zusehen ist sein Ding nicht. Die Frage ist, kann er mit dem Tempo mitgehen? Und können die Holländer, wenn die Russen kommen, ihr Konterspiel aufziehen, so wie sie es gemacht haben gegen Italien und gegen Frankreich? Ich habe sie auch als Kontermannschaft gesehen. Und wie das gut geht, ich glaube, es ist wahnsinnig entscheidend. Ein schnelles Tor der Russen würde ich mir wünschen. Ich glaube, dann wird es richtig, richtig spannend. Ich wünsche mir schnelles Tor, ein spätes Tor der Russen. Ich wünsche mir einfach Tore in dem Spiel, weil oft ist es ja so, ein Spiel mit so einer Ausgangssituation, wo du zwei offensiv starke Mannschaften hast, endet dann oft mit einem 0-0, Elfmeterschießen. Da treffen sie dann. Die Russen treten mit einem Trainer an, der den Erfolg anzieht wie ein Magnet. Ja, der Hiddink. Aber ganz ehrlich mal, er ist ein großer, aber so ein Titelgarant ist er ja nicht gerade. Mir fällt gar kein großer Titel ein. Vielleicht kein Titelgarant, aber mit dem Material, das er in den letzten Jahren zur Verfügung gehabt hat, Material unter Anführungszeichen natürlich, mit Südkorea im Halbfinale der eigenen WM gegen Deutschland verloren mit 0-1, mit den Holländern im WM-Halbfinale 1998 im Elfmeterschießen gegen Brasilien verloren, die Australier in die zweite Runde in Deutschland gebracht, und jetzt hat er natürlich Spieler, die ihn nicht verstehen. Die ihn nicht verstehen. Die ihn nicht verstehen. Und gerade bei einem schnellen Spiel, also klar, Fußballsprache, eine Sprache, Einheitssprache, aber gerade gezielte Kommandos in der Situation, nicht allgemein, sondern in der Situation. Gegen Schweden, der Dolmetscher sitzt ihm auf dem Schoß quasi, und wenn Güss was flüstert, geht das sofort direkt weiter auf das Spiel. Also es ist toll, wie die das machen, aber ich weiß nicht, ob es immer alles so ankommt. Ich weiß nicht so ganz, ob es wirklich klappt, dass er seine großen Oranjes stürzt. Er ist ja selber einer. Oder? Er ist selber einer, natürlich eine ganz, ganz pikante Situation. Wir kennen das auf etwas kleinerem Level mit den Deutschen. Bertie Vogt, Cheftrainer der Schotten. Wer hat gewonnen? Der Favorit. Der Favorit hat gewonnen. Die Favoriten schauen wir uns im Anschluss an. Okay. Wir freuen uns auf ein großartiges Spiel. Jeder ist gespannt und auch auf die Frage, who you got tonight? Sebastian, ich glaube, ich habe die Russen. Und einer der ganz großen russischen Sympathen des letzten Jahrhunderts, Leonid Brezhnev, ist hier in meiner Ecke. Ich glaube, die haben die Mannschaft dafür. Ich glaube, Güss wird die richtig heiß machen auf die Holländer. Und das ist eine junge Mannschaft. St. Petersburg hat den Europapokal gewonnen. Viele Spieler von St. Petersburg sind in der Mannschaft. Ja. Ich glaube, die haben Selbstvertrauen und ich glaube, die können das machen. Apropos heiß machen. Linda de Mol, heiß genug, aber vor allen Dingen die Holländer. Ich meine, es gibt nur eine Frage, bereuen sie den Sieg gegen Rumänien? Jetzt spielen sie Halbfinale gegen Italien. Da spricht der kleine Azzurro aus dir, und das werden wir dann morgen sehen. Stichwort morgen, wir sehen uns wieder. Beim erlaubten Weitschuss, EM 3.0. Schönen Abend. Bis dann.